Familie, Freunde, wie ihr hört, säuft unser Hund. So, jetzt wird nochmal der Futternapf schön ausgelegt. So, liebe Videofreunde, herzlich willkommen. Ja, wir möchten uns heute, nee, du sagst das. Wie war das mit der Tradition? Wir kommen heute zu unserer traditionellen Weihnachtsverlosung, die zum zweiten Mal stattfindet. Genau. Ja, wir möchten uns heute wieder bei euch bedanken, dass ihr uns so nett begleitet habt, viele Tipps gegeben habt, viele Anregungen, auch Kritik. Und auch wenn wir mal nicht immer andauernd up-to-date sind und präsent sind, bei uns bleibt. Dafür lieben, lieben Dank. Und als kleines Dankeschön haben wir uns natürlich wieder in der Weihnachtszeit was ausgedacht. Ja, und dann wollen wir damit mal anfangen. Das würde dann gleich mal der Herr übernehmen. Platz 10 bis 6. Unsere Verlosung. Das ist dieses Filztäschchen für ein Sixpack oder geht auch Wasser rein, wenn man will. Seltene Getränke, ein bisschen kalt für eine Zeit und da klappert auch nichts, wenn du es durch die Gegend trägst. Feines Ding. Uns hat es gefallen. Ja, und gute Dienste geleistet. Ja. Genau. So, und Platz 5 ist das Ganze in groß, also für eine Nummer größer, für die großen Wasserflaschen, Weinflaschen oder Milchflaschen. Mhm. Ja. Und dann geht's weiter mit Platz Nummer 4. Platz 4 ist eine Kartenbox für eure SD-Karten. Sowohl Mikro als auch die normalen SD-Karten passen hier rein. Ist noch so ein kleines Tool drin für euer Handy, wenn ihr die Karte rausholen wollt. Das ganze Ding ist sehr stabil, wasserdicht, einwandfrei für eure Expedition. Ja, und Platz Nummer 3 und 2 haben wir diesmal gleich gemacht. Und zwar ist das ein Fotokalender von unseren schönsten Erlebnissen in diesem Jahr, DIN A4. Und ja, das ist Platz 3 und 2. Und Platz Nummer 1, Platz Nummer 1, ein kleiner Mini-Kamin. Kaminöfchen. Sieht gemütlich aus, macht ein schönes Licht, macht nie warm. Das nutzt nichts. Aber so zum Hinstellen beim trüben oder dunklen Tag macht ihr das Leben schöner. Ja. Und die Wärme müsst ihr euch dann von innen bereiten. Ja. So ist das. So, das sind unsere Preise dieses Jahr. Was müsst ihr tun, wenn ihr mitmachen möchtet? Worüber wir uns natürlich ganz, ganz doll freuen. Schreibt ihr uns unter dieses Video einen Kommentar und es muss dabei sein, ein Hashtag und ho ho ho. Genau. So, die Verlosung ist am 11. Dezember, also ihr habt bis zum 10. Dezember Zeit, dran teilzunehmen und am 11. Dezember werden wir dann die Lose ziehen und es verkünden, wer gewonnen hat und ich hoffe, dass dann noch die Geschenke rechtzeitig zu Weihnachten ankommen. Ja, in diesem Sinne, kurz und schmerzlos, eine schöne Adventszeit erstmal, einen schönen ersten Advent jetzt am Wochenende und viele schöne Plätzchen backen, macht es euch gemütlich, bleibt gesund und wir sehen uns am 11. Dezember wieder. Habt lieben Dank für alles und bis dann. Ja. Ciao. Ciao.